Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Ich habe auch keinen Bock mehr, dieses beschissene Licht so einzustellen, dass ich nicht aussehe, wie gerade aus dem Bett gefallen oder ein Penner halt. Ich bin halt ein Penner, scheiß drauf. So, dem mache ich hier was vor. Und ich kaufe mir irgendwelches geiles Licht, das von vorne kommt oder so, damit ich nur wie ein normaler Mensch aussehe. Das lohnt sich einfach nicht bei mir. So, deswegen fangen wir jetzt einfach an mit dem Nachbericht. Und wo haben wir ihn denn? Ach so, ja, ich bin wieder dumm. Moment. Bundesliga. Also worüber ich mich direkt aufregen muss, ist der HSV. Nicht weil der HSV verloren hat, sondern wie der HSV jetzt wieder dargestellt wird in den Medien. Ich muss es direkt kurz ansprechen, damit ich es dann nicht vergesse. Also wir müssen dann gleich mal über den HSV ausführlicher reden, weil es, ja, hat halt verloren 4-0 gegen Augsburg, aber wie gesagt, dazu kommen wir dann gleich, warum ich das schon wieder ziemlich merkwürdig finde, wie die Medien mit dieser Niederlage umgehen. Ich habe Durst. Es geht aber los mit dem Freitagabendspiel Leverkusen, oder wie ich auch gerne sage, Leverkusen gegen Schalke 04, und da habe ich ja blöderweise Heimvorteil Leverkusen getippt. Ich habe auch mir nebenbei so ein bisschen Essen gemacht und alles, und habe das Spiel also so ein bisschen nebenbei laufen lassen, und mir war eigentlich direkt von Anfang an klar, scheiße, du hast falsch getippt und es geht komplett in die Hose. Und du wirst wohl jetzt hier mal Punkte abgeben müssen. Blöd. Das Ding war ja vor allem, ich habe glaube ich ganz am Anfang, noch bevor ich den Vorbericht gemacht hatte, hatte ich auf Schalke getippt. Dann dachte ich so, nee, Schalke, nee, das wird nicht funktionieren, auswärts und so, bla. Wird wahrscheinlich ein Unentschieden werden, nehmen lieber Heimverteilen, nehmen Leverkusen, dann gewinnt Schalke 4-1. Ärgerlich, ärgerlich, aber was soll's. Ging, wie gesagt, dann direkt relativ schnell los. 6. Minute, Guido Burgstaller. 10. Minute, Benedikt Höwedes. 18. Minute, Alessandro Schöpf. Und dann das 4-0 von Burgstaller in der 50. Minute, und erst in der 69. kam dann ja der Ehrentreffer von Stefan Kießling, und das Spiel war eh schon vorbei. Was soll man dazu sagen? Also wie gesagt, ich habe es direkt in den ersten Minuten gemerkt, dass wenn Leverkusen nicht komplett durchdreht, dass die halt verlieren werden, und die sind nicht komplett durchgedreht, die haben zu Recht verloren, haben total scheiße gespielt, und ich denke aber trotzdem nicht, dass sie absteigen oder auf dem Relegationsplatz landen, aber trotzdem, ich bin sie halt wie Dreck, und naja, was soll's. Das Fazit dazu habe ich eigentlich jetzt gerade eben schon genannt. Schalke gewinnt absolut verdient, und Leverkusen hat es fast zu keinem Zeitpunkt des Spiels geschafft, irgendwie ins Spiel reinzufinden. Ich kann euch leider kein Fazit vorlesen, weil das Fazit hier ist bei Bundesliga.de: Ende zweiter Hälfte. Spielende, Bayern 04, Leverkusen verliert 1-4. Ich frage mich, warum die manchmal keine Fazit dazu schreiben. Das könnt ihr doch nicht vergessen. Vor allem in einem Einzelspiel Freitagabends, da ist dann nach Feierabend, habt ihr doch nichts zu tun. Wir gucken uns einfach mal den Halbzeit-Fazit an, weil es eins gibt. Ja. Blitzstart, Schock, Leverkusen. Nach nur 18 Minuten scheint die Partie in der Bayer-Arena bereits entschieden. Burgstaller, Höwedes und Schöpf schießen Schalke 04 gegen eine desolare Bayer-Defensive 3-0 in Front. Dabei hatte die Werkself nach nur 35 Sekunden die Chance zur Führung. Stimmt, genau, die hatten ganz am Anfang hatten sie sogar die große Chance zur Führung durch Brand, ließ diese allerdings liegen, und danach bestrafte halt S04 jeden Fehler eiskalt und kann sehr zufrieden in die Pause gehen. Bla bla bla. Genau, also ganz am Anfang, bevor, also die ersten Moment, die ersten 5 Minuten ungefähr, hat Leverkusen gut gespielt, hätten sie da einen Druck geschossen, wäre alles anders gekommen, aber dann haben sie halt total abgekackt. Mainz 05 gegen Gladbach, da habe ich auf Mainz getippt, und gegen Gladbach hier gewinnt auch die Auswärtsmannschaft, auch da schießen die ersten 2 Tore in Folge, das heißt Lars Stindl 31. Minute, wobei es bis dahin glaube ich ein ziemlich ausgeglichenes Spiel war, also da sah es gar nicht so aus, ob Gladbach jetzt die bessere Mannschaft ist. Die sind dann besser ins Spiel reingekommen, aber ich glaube sogar ganz am Anfang war Mainz die bessere Mannschaft und hätte vielleicht sogar ein Tor schießen können. Nico Schulz nach der Halbzeit in der 46. Minute zum 2-0 und dann erst ganz spät in der 89. von Muto der 2-1 Anschlusstreffer für Mainz. Die Gladbacher haben sich nach dem dramatischen Pokal aus berappelt und ein tolles Auswärtsspiel gezeigt. Die Fans können zufrieden sein. Am Ende wurde es nochmal spannend. Mainz wachte aber zu spät auf und muss weiter um den Klassenverbleib bangen. Der FSV bleibt bei 33 Punkten stehen. Ja, wie gesagt, ich hätte halt gedacht, dass Gladbach aufgrund des tragischen Pokalaus hier noch ein bisschen im Tee spielt, aber so war es dann leider doch nicht, und Gladbach hat verdient gewonnen. SV Werder Bremen 2-0 gegen Hertha BSC, hier habe ich auch auf Bremen getippt. Ich glaube sogar 2-0, oder habe ich 2-0 getippt? 2-0 oder 3-0 oder 3-1? Nee, ich habe gesagt Hertha BSC. Ich kann noch nachgucken, Freunde. Wir gucken nach. Moment. Bremen 2-0, boom, ja, ich habe 2-0 getippt, weil ich gedacht habe, Hertha schießt eh kein Tor, und Bremen, die drehen gerade ganz schön durch. Es war zwar eines der wenigen Tipps, der richtig war bei mir, aber egal.
Komplett richtig getippt. Bremen 2-0. Da kam auch total zeitig die zwei Tore und dann hat man quasi in der Konferenz nichts mehr mitbekommen von dem Spiel, weil einfach keine Tore mehr gefallen sind. Finn Bartels in der 9. Minute zum 1-0 und Max Kruse in der 15. Minute zum 2-0. Und natürlich hat Max Kruse auch die Vorlage zum 1-0 gegeben. Also der Mann dreht gerade total durch, ist mega on fire und ich glaube, er kommt auch wieder in die Nationalmannschaft. Deswegen, ich bin gespannt und ich mochte ihn eigentlich auch schon immer. Er ist ein sehr guter Offensiv-Allrounder, wie ich finde. Hat einen guten Abschluss, fast beidfüßig, hat aber auch einen sehr guten Pass und eine sehr gute Übersicht. Und ich hoffe, dass er weiter so spielt. Ich bin gespannt, ob er bei Bremen bleibt. Ich glaube aber fast sogar, er bleibt noch eine Saison bei Bremen. Wenn sie jetzt natürlich Europa League spielen sollten, Bremen, dann bleibt er auf jeden Fall. Aber ich denke, selbst ohne Europa League bleibt er bei denen. Fazit: Werder beginnt im eigenen Stadion stark und belohnt sich gleich durch Tore von Bartels und Kruse. Anschließend, ich mag diesen Namen auch, Bartels und Kruse. Anschließend schalten die Gastgeber einen Gang zurück. Die Hauptstädter aber können gegen kompakte Hanseaten nicht mehr rankommen. Der SVW setzt sich verdient durch und macht einen weiteren Schritt Richtung Europa. Trotzdem ist Hertha BSC noch auf Platz 5, einen Punkt besser, 46 Punkte, vor Bremen, die auf Platz 6 mit 45 Punkten liegen. Also diese krasse Auswärtsschwäche von Hertha BSC, ich denke, sie werden diese Saison auf dem Europa League Platz beenden, aber ich frage mich echt, wie sie diese scheiß Auswärtsschwäche dann in der Europa League bekämpfen wollen. Also ich, ganz ehrlich, ich glaube, ich mag auch den Trainer Dardai, aber ich glaube, unter dem Trainer werden sie nächste Saison genau die gleichen Probleme haben, dass sie auswärts einfach wieder beschissen spielen. Und auch international beschissen spielen. Aber sie sollten niemals einen neuen Trainer nehmen, weil der Trainer gut ist für Hertha BSC. Vielleicht liegt das ja hin, das irgendwie rumzureißen, das Ruder. Aber ich glaube echt, unter dem Trainer wird diese Auswärtsschwäche bleiben. Und sie müssen sich halt darauf konzentrieren, jedes Heimspiel zu gewinnen. Am besten sehr hoch in der Europa League. BVB gegen Köln 0-0. Ja, habe ich nicht unbedingt gerechnet, muss ich zugeben. Aber es war ein absolut verdientes 0-0. Köln hat wirklich gut gespielt auswärts. Am Ende haben sich die Kölner den Punkt durch ihre starke Defensivarbeit durchaus verdient. Die Dortmunder waren zwar die bessere Mannschaft, nutzten ihre Torschancen aber nicht. Der FC wurde zwar nur selten gefährlich, präsentierte sich aber ansonsten solide. Leipzig gegen Ingolstadt auch wieder unentschieden. Da kann Leipzig ja fast beruhigt sein, dass Ingolstadt höchstwahrscheinlich absteigen wird diese Saison, weil sie entwickeln sich ja hier in der ersten Bundesliga-Saison von Leipzig, entwickelt sich ja Ingolstadt fast zum kleinen Angstgegner. Im Hinspiel verloren, jetzt im Heimspiel sogar. Nur unentschieden gespielt, also noch nicht gewonnen gegen Ingolstadt. Ob sie irgendwann wieder gegeneinander spielen, ist die andere Frage, weil ich denke, Ingolstadt wird absteigen. Aber das werden wir dann sehen. Auf jeden Fall ein gutes Spiel von Ingolstadt. Klar, der Leipzig seine Chancen, aber sie hat nicht genutzt. Und am Ende bekommt dann Ingolstadt noch eine verdiente gelb-rote Karte, weil die sind dann doch relativ ruppig geworden im Spiel. Alfredo Morales in der 86. mit gelb-rot vom Platz. Ingolstadt kämpft sich zum 0-0 in Leipzig. Das Spiel wurde von vielen Unterbrechungen und Fouls überschattet. Wo war ich denn jetzt? Bin ich verrutscht? Wo bin ich denn jetzt? Ah, ich bin im Tab verrutscht. Da ist er wieder. Die Schanzer, nochmal, Ingolstadt kämpfte sich zum 0-0 in Leipzig. Das Spiel wurde von vielen Unterbrechungen und Fouls überschattet. Die Schanzer konnten viele wichtige Zweikämpfe gewinnen und verteidigten mit allen Mitteln. Leipzig konnte nicht das gewohnte Tempo ins Spiel bringen, hatte aber sowohl mehr Großchancen als auch Ballbesitz. Das war auf Leipzig, bla bla bla, bla bla bla. Darmstadt gegen Freiburg 3-0, what the fuck? Darmstadt hat keinen Bock abzusteigen, wie es aussieht. Die sind rechnerisch immer noch nicht abgestiegen. Und werden meiner Meinung nach auch nicht mehr rechnerisch aufsteigen oder auf den Relegationsplatz kommen. Wir müssen sie jetzt alle drei Spiele in Folge gewinnen und Hamburg und Wolfsburg dürften auch. Also es gibt jetzt noch 9 Punkte zu vergeben. Sie haben 24. Wenn sie alle 9 holen, haben sie 33. Momentan hat Hamburg, Wolfsburg und Mainz 33. Das heißt, dass im allerbesten Fall Hamburg, weil die haben eine Tordifferenz von minus 29 und Darmstadt hat eine Tordifferenz von minus 32. Hamburg dürfte also seine Tordifferenz nicht verbessern und keine weiteren Punkte bekommen. Ingolstadt dürfte logischerweise auch keine weiteren Punkte im besten Fall bekommen. Und Darmstadt müsste alles gewinnen und seine Tordifferenz auf unter 29 bekommen. Oder eben hoffen, dass Hamburg seine Tordifferenz weiter verschlechtert. Dann könnten sie noch auf den Relegationsplatz rutschen. Aber ich glaube, wie gesagt, nicht daran, dass Darmstadt jedes Spiel gewinnt. Sie haben auch, glaube ich, 3 schwierige Spiele noch. Ist nicht sogar Bayern noch mit dabei? Ich bin mir gerade unsicher. Guck mal nach. Darmi gegen, ja, direkt nächste Saison, danke schon. Direkt das nächste Spiel dieses Wochenende ist am Samstag müsste das sein. Und da spielen sie gegen Bayern München. Und naja, sie werden nicht gegen Bayern München gewinnen, das glaube ich nicht.
Von daher wird Darmstadt trotzdem absteigen. Aber ich finde es cool, dass sie am Ende noch so kämpfen. Oft hat man es ja auch so, dass bei diesen klaren Absteigern, die da jetzt schon feststehen, dass die halt wirklich gar nichts mehr zeigen und immer jedes Spiel labern, ja, wir wollen keine Wettbewerbsverzerrung machen. Das regt mich auch am meisten auf, dieser Begriff Wettbewerbsverzerrung. Ich gucke jetzt echt noch nicht so, ich gucke jetzt noch keine 20 Jahre Fußball an. Aber die Saisons, die ich gesehen habe, da hat weder oben, wenn jemand schon Meister war, noch unten, wenn jemand abgestiegen ist, irgendjemand versucht, Wettbewerbsverzerrung zu machen. Dieser Begriff immer, ich finde ihn so sinnlos, als würde irgendwie ein Darmstadt denken, naja, wir sind eh schon abgestiegen und wir spielen jetzt gegen Leverkusen und die sollen auf gar keinen Fall unten reinrutschen, deswegen verlieren wir jetzt mit Absicht gegen Leverkusen. Und jetzt spielen wir aber gegen Mainz und da hätten wir Bock, dass die absteigen, also versuchen wir jetzt gegen Mainz extra gut zu spielen. Das ist doch kompletter Schwachsinn. Das ist doch Darmstadt scheißegal, wer absteigt, als weiterer Kandidat, wer in der Liga bleibt, der spielt doch für die überhaupt keine Rolle. Das ist irgendjemand Wettbewerbsverzerrung. Und das hört man immer, jede Saison. Wenn irgendwie 10 Spieltage vor Ende jemand Meister ist, dann heißt ja, wir wollen jetzt aber die letzten Spiele trotzdem anständig spielen, damit es nicht heißt Wettbewerbsverzerrung. So. Oder wenn halt jemand schon abgestiegen ist, wir wollen jetzt natürlich versuchen, noch unseren Fans was zu bieten und dass niemand am Ende sagen kann, Wettbewerbsverzerrung, so ein Schwachsinn. Oh mein Gott, dann könnte ich mich jedes Mal aufregen, wenn dieser Begriff wieder fällt, weil das einfach niemand macht, das ergibt einfach keinen Sinn, verdammt nochmal. So, ja genau, Darmstadt gefällt mir wie gesagt gut, dass die trotzdem nicht abkacken und weiter versuchen, jedes Spiel zu gewinnen, das ist echt cool. Und verschafft auf jeden Fall Respekt, finde ich zumindest. Sie gewinnen also 3-0 gegen Freiburg. Felix Platter in der 22. Minute zum 1-0, Jerome Gondorf in der 45. zum 2-0 und Sven Schiplock in der 65. zum 3-0. Die Lilien geben ein erneutes Lebenszeichen von sich und feiern den 3. Sieg in Folge. Damit bleibt die Chance auf den Klassenerhalt weiter bestehen. Darmstadt ist von Beginn an das bessere Team, kauft den Freiburgern den Schneid ab und ist in allen Belangen überlegen. Zudem präsentieren sie sich eiskalt vom Tor. Also, wenn Frings weiter Trainer bleibt, wovon ich ausgehe, und die weiter so spielen, dann würde ich mich nicht wundern, wenn die direkt nächste Saison wieder aufsteigen in die erste Bundesliga. Weil, hätten sie so von Anfang an gespielt, wären sie jetzt definitiv nicht auf dem letzten Platz. Und ich würde mit euch wetten, dass sie eher mit bei den Relegationsgeplagten oder relegationsverdächtigen Vereinen stehen würde und dass wahrscheinlich jetzt Hamburg und Ingolstadt direkte Absteiger wären. Aber so ist es nun mal. Man kann sich nicht aussuchen und man ist am Ende immer schlauer als am Anfang. Wolfsburg gegen Bayern München, ja, oh, da haben sie sich ganz schön abschießen lassen, die Wolfsburger, obwohl sie am Anfang gar nicht so mega schlecht angefangen haben, auch ein, zwei Chancen gehabt, aber das ist das Ding halt, du musst diese Chancen machen. Deswegen hat auch Mainz 05 im letzten Spiel gegen Bayern unentschieden gespielt, weil sie einfach dieses Quäntchen Glück hatten und die wenigen Chancen am Anfang genutzt haben, weil sobald du am Anfang eine deiner wenigen Chancen, weil fast immer hast du eine Chance auch gegen den Bayern München, und wenn du halt das Glück hast oder das Können am Anfang nur eine Chance zu nutzen, dann gehst du vielleicht in Führung oder gleichst du mindestens erstmal zum vielleicht 1-1 aus oder machst den Anschlusstreffer zum 1-2 und das bringt dich erstens moralisch nach vorn, das heißt, dass die eigenen Leute natürlich wieder Kraft in die Beine bekommen und nicht kaputt gehen und nicht zerbrechen an der Übermacht der Bayern, aber es versetzt halt auch die Bayern ins Denken und sorgt dafür, dass die vielleicht einen Tick schlechter werden. Und das war einfach der Grund, warum Mainz 05 es geschafft hat, unentschieden zu spielen. Sie gehen zweimal in Führung, 1-0 und 2-1 und haben dann halt einfach die Moral in den Köpfen auf ihrer Seite. Sie waren halt nicht die Besseren und hätten sie, wie gesagt, selbst dieses 1-0 nicht gemacht, wäre es wahrscheinlich ganz anders ausgegangen. Das ist einfach dieses Quäntchen Glück. Das hat dann meistens nichts damit zu tun, wie sie immer so tun. Ja, von wegen Mainz hat einen guten Spielplan gegen Bayern München. Nee, sie hatten einfach dieses Quäntchen Glück, dass sie eben in Führung gegangen sind zweimal. Weil sie hätten die Chancen auch liegen lassen können und dann wäre das wieder ein anderes Spiel geworden. Und Wolfsburg hatte das Quäntchenglück nicht. Die hatten auch, als es 0-0 stand, eine Chance zum 1-0 gegen Ulreich. Haben sie halt nicht genutzt. Und wenn sie die genutzt hätten, wäre das wieder ein ganz anderes Spiel geworden. Das ist halt einfach immer so gegen Bayern. Naja, egal. Sie verlieren also 6-0. David Alaba in der 19. Minute zum 1-0. 36. Minute Robert Lewandowski 2-0. 45. Minute 3-0 Robert Lewandowski. 66. Minute Arjen Robben 4-0. Thomas Müller 80. Minute 5-0. Joshua Kimmich in der 85. zum 6-0. Ich hoffe, der spielt wieder öfters verdammt nochmal. Herzlichen Glückwunsch Bayern München zum 5. Titel in Folge. Und ich weiß gar nicht, wer es war. Irgend so ein Sky-Experte hat prophezeit, dass Bayern München die nächsten 5 Jahre, waren es glaube ich so ungefähr, Probleme bekommen würde. Und dass er in den nächsten 5 Jahren definitiv auch andere Meister sehen wird. Oder seiner Meinung ist auch andere Meister geben würden in den nächsten 5 Jahren als Bayern München. Wir sind jetzt im Umbruch, neuer Trainer. Die alten Hasen, die scheiden aus, Robben, Ribéry und so weiter. Ich sehe das ehrlich gesagt noch nicht so sehr. Also, zum Beispiel, der BVB ist auch noch total im Umbruch. Man muss ja immer überlegen, welche andere Mannschaft könnte denn jetzt Meister werden. BVB ist meiner Meinung nach selber im Umbruch und wird
nicht so extrem gefährlich sein. Hoffenheim, genau wie Leipzig, finde ich. Hoffenheim und Leipzig sind Mannschaften, die müssen ihre Leistung erstmal bestehen. Einfach mal eine gute Saison von beiden gewesen sein. Und in der nächsten Saison dümpeln beide im Mittelfeld rum und versuchen in die Europa League zu kommen. Also das weiß man nicht. Zumal ja, gerade wenn sie Champions League jetzt beide spielen, dann auch einfach wieder eine Dreifachbelastung haben mit Pokal, Liga und Champions League. Und da muss man auch erstmal gucken, wie die das abkönnen. Ich denke, Leipzig hat die finanziellen Mittel und auch ein sehr gutes Konzept und viel, viel gute Nachwuchsarbeit, dass sie breit aufgestellt in die nächste Saison gehen können. Ich denke, Hoffenheim kann das auch. Da bin ich mir aber noch nicht 100% sicher, wie sie das machen werden. Und insgesamt bin ich halt gespannt, wie sie beide die nächste Saison bestreiten, weil das ist halt noch nicht klar. Leipzig und Hoffenheim, so wie sie diese Saison gespielt haben, klar, die könnten in Schwäche des Bayern den Rang ablaufen und Meister werden, aber die müssen erstmal die Leistung bestätigen. Bayern München, BVB ist im Umbruch und alle anderen Mannschaften spielen überhaupt gar keine Rolle. Deswegen sehe ich ehrlich gesagt nicht in den nächsten 5 Jahren automatisch anderen Meister als Bayern München. Man muss erstmal gucken, wie sich das entwickelt mit den anderen Mannschaften. So, Fazit. Dominante Münchner besiegen den VfL Niedersachsen mit 6-0 und feiern damit die deutsche Meisterschaft. Wir gratulieren ein Doppelpack von Lewandowski, Alaba, Robben, Müller und Kimmich treffen für das Team von Trainer Ancelotti. Gegen den steigen FCB haben anfangs noch engagierte Wölfe schließlich keine Chance. Die hätten logischerweise noch höher gewinnen können, also auch um 10-0 wäre drin gewesen. So, Augsburg gegen Hamburg. Jetzt kommen wir auch dann kurz zu diesem Ding, was ich besprechen wollte mit Hamburg. Hamburg verliert 4-0, von dem Spiel habe ich nicht ganz so viel mitbekommen, muss ich zugeben, aber es war wohl eine desolate Leistung von Hamburg. Altintop in der 28. Minute zum 1-0, Altintop in der 42. Minute zum 2-0, dann Philipp Max in der 76. zum 3-0 und Bombardier, jetzt habe ich gespuckt, Bombardier zum 4-0 in der 85. Fazit, das war eine klasse Vorstellung des FC Augsburg, der einen enorm wichtigen Sieg im Abstiegskampf feiert. Gleichwohl hat der HSV den Schwaben aber auch einfach gemacht. Die Hanseaten bleiben auf Rang 16 hängen. Ja genau, also die haben wohl ziemlich schlecht gespielt. Und jetzt tun alles so in den Medien, als wenn Hamburg alles falsch gemacht hätte die letzten Wochen und sich nicht entsprechend gegen den Abstieg stemmen würde. Hätten die nicht so eine hervorragende Leistung in den letzten Wochen hingelegt und so eine hervorragende Heimserie, dann wären die jetzt klarer Abstiegskandidat, beziehungsweise wären jetzt wahrscheinlich 17. und Ingolstadt wäre 16. Also, die haben auf jeden Fall in den letzten Wochen, man muss eigentlich sagen, alles richtig gemacht, weil wenn man sich überlegt, von wo die kommen, kann man nicht erwarten, dass die jedes Spiel gewinnen, kann man nicht erwarten, dass die in einem direkten Abstiegsduell jedes Mal die beste Leistung abrufen, vor allem auswärts, und jedes Spiel gewinnen. Die haben so viele Spiele in Folge gewonnen oder nicht verloren, die haben so eine gute Heimserie hingelegt, das war der einzige Grund, warum sie ganz unten rausgekommen sind. Also, ich verstehe nicht, warum die Medien die so fertig machen. Ich mag Hamburg, ich bin aber auch ein sehr kritischer Beobachter, das hat man eigentlich auch schon festgestellt. Und die haben total beschissen gespielt in dem einen Spiel, aber es war halt nur dieses eine Spiel und die hacken halt auf den rum, als ob sie, weiß ich nicht, 10 Spiele in Folge gewonnen hätten, Europa League Platz sicher hatten und dann 20 Spiele in Folge verloren haben, den Trainer nicht wechseln würden, immer den gleichen Mist bauen würden und jedes Spiel 10 Tore fressen. Also so ist es ja nun nicht, so ist es ja nun echt nicht gewesen. Die haben die letzten Wochen hervorragend gespielt und das muss man anerkennen und da ist es klar, dass die nicht in jedem Spiel die dicken Fetten auspacken können. Also ich habe es echt nicht nachvollziehen können, wie die ganze Zeit auf Hamburg rumgehackt haben, weil es einfach nicht gerechtfertigt war. Es war auch einfach nicht, wie sagt man, subjektiv genug betrachtet, fand ich. Hoffenheim gegen Frankfurt, das Spiel habe ich fast komplett gesehen, aber dann kurz vor Ende nicht mehr. Also ich habe das 1-0 von Hoffenheim nicht mehr gesehen. Das fiel nämlich erst in der 90. Minute von Benjamin Hübner. Unglaublich! Hoffenheim macht noch das Tor. Ecke von links von Sebastian Rudi. An der 5-Meter-Linie steigt Benjamin Hübner am höchsten und köpft den Ball ins Tor. 1-0 für die TSG. Fazit war bis dahin eigentlich ein ziemlich langweilig und ausgeglichenes Spiel. Hoffenheim macht wieder ein Last-Minute-Tor, sichert sich so den nicht mehr möglich gehaltenen Sieg. Es ist der 7. Heimsieg in Folge, da die Sinsheimer wieder auf Platz 3 vorschieben. Frankfurt macht lange alles richtig, verteidigt den Punkt und wird dann kalt erwischt. Gut, das soll es gewesen sein. Ihr könnt mir ja mal eure Meinung schreiben, was ihr denkt über Hamburg und falls ihr mitbekommen habt, wie die Medien abgegangen sind, was ihr davon haltet, wie die Medien abgegangen sind. In diesem Sinne, Daumen nach oben, bis zum nächsten Mal. Tschüss.